Die waren jetzt aber schnell weg, schneller als ich zum Bloggen beginnen konnte. Also hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich. Heute ist wieder Schule, heute ist Kindergarten, heute ist Hektik in der Früh. Ja, ja, wir wolltet ihr noch was frühstücken, oder? Ja, ich muss trotzdem kurz eure Haare bürsten. So, aber zuerst Haare bürsten. Ja. Was ist denn, Lisa? Lisa, warum bist du so knatschig heute? Ich will jetzt in den Kindergarten gehen. Ich weiß. Du bist jetzt ein bisschen schlecht drauf. Ich bin eine Mosi. Magst du noch Cornflakes essen? Magst du nicht? Magst du Cornflakes essen, Lara? Oder hast du keinen Hunger? Möchtest du gleich in den Kindergarten? Brauchst du für den Kindergarten. Okay. Du bist in den Kindergarten. Ich schau mir das Spiel. Komm hier, mein Knatschbär. Oh. Komm her, Baby. Dankeschön. Sehr gut, Lisa. Auf dein Wasser, Lisa. Genau. Komm. So, jetzt bringe ich die Mäuse in den Kindergarten. Was ist denn? Komm, Lara, steig ein. Ich kann nach vorne. Nein, du steigst bitte hinten ein. Nee. Yeah. Lara, mach deine Tür zu. So, meine Lieben, die kleinen Mäuse habe ich in den Kindergarten gebracht. Der Papa ist auch schon wieder da. Der hat jetzt nämlich die Michelle in die Schule gefahren, zusammen mit Patrick. Weil die Michelle hat ja so eine fette Kiste mit all ihren Unterlagen und da könnte sie natürlich nicht mit dem Bus fahren. Könnte schon, aber ob sie die Kiste tragen könnte, ist eine andere Frage, ne? Michelles Blick ist hier cool. Ja. Michelles Blick und dein Blick. Ja. Ich bin jetzt hier mit Babi und wir schauen uns das Video für heute schnell an, exportieren das und dann schauen wir mal. Weiter mit den Oh, wir wollten heute ein Video drehen, oder? Wir wollten, das habe ich noch gar nicht auf YouTube gesagt, wir drehen nämlich ein Video das, zu den Namen, also welche Namen es nicht geworden sind. Schauen wir mal, ob wir das heute oder morgen schaffen. Wir morgen nochmal Frauenarzttermin. Den letzten Frauenarzttermin. Na gut, bis nachher. So, mein Lieben, Update von mir. Aber ich schaue heute richtig fertig aus. Mir ist gerade aktuell richtig schlecht. Mal wieder. Ich weiß auch nicht, warum mir jetzt in letzter Zeit wieder so übel ist. Aber ist halt leider so. Meine Haare schauen auch so schwierig aus. Wir wollten eigentlich ein Video drehen, aber ich glaube, das geht sich nicht mehr aus. Das ist eine Stunde, bis wir die Kinder holen müssen. Und der Papa räumt die ganze Zeit auf. Also wir haben so einige Sachen hier gesammelt, die jetzt auf dem Dachboden wieder rauf müssen. Und er kümmert sich jetzt drum und das ist auch wichtig, deswegen mal schauen, wann wir dazu kommen, dieses Video zu drehen. Vielleicht können wir das auch später machen. Ich bin ja also so nicht einmal vorbereitet, nicht geschminkt, Haare schon irgendwie zerwuschelt aus. Deswegen. Ja, auf jeden Fall ist heute ein richtiger Workday. Papa ist draußen und warte, das ist doofe, ein doofer Winkel, so ist best. Auf jeden Fall ist der Papa draußen und er bringt die Sachen auf den Dachboden und ich bin jetzt hier, habe jetzt das Video für heute fertiggestellt, abgeloadet, Thumbnail gemacht und jetzt, jetzt habe ich das falsche Programm aufgemacht. Ich brauche keine Final Cut, ist egal. Auf jeden Fall, jetzt muss ich den Planer fertigstellen. Ich habe ihn gestern in der Nacht bis 1 Uhr noch fertig gemacht und jetzt muss ich ihn fertigstellen, das heißt für den Druck vorbereiten. Und ja, ja, oh mein Gott, es geht dann los. Unglaublich. Auf jeden Fall mache ich das jetzt schnell. Ihr seht schon, heute ist viel Stress, ne Stress nicht, aber einfach so noch viel zu tun. Ich möchte unbedingt den Planer fertigstellen und fertig im Druck wissen, bevor das Baby kommt. Weil wenn das Baby dann da ist, oh,
Das ist nicht mehr möglich. Na, da habe ich doch was gehört. Hat die Mama... Ja, was hat der Papa gemacht? Da draufstecken. Da bleiben. Ja, weil das ist Glas. Der Papa repariert da gerade was, gell? Hallo Mausis, wie war's? Der Papa hat Wasser ausgeschüttet. Papa hat ausgeschüttet? Ja. Was ist hier los, hä? Warum sind die Ohren jetzt plötzlich so nach oben? Ich sitze hier im Büro und der Patrick streichelt die Sophie und sie hat einen komischen Blick. Sophie, was ist los? What's happening? Bis jetzt waren die Ohren umgeklappt, oder? Ah, sie will. Die Sophie darf keine Nuss. Oh, Sophie. Hast du jetzt schon Schuleende? Der Patrick ist übrigens im Homeoffice, wollte ich sagen. Im Distance Learning, oder wie heißt das bei euch? Im Distance Learning bis nach den Weihnachtsferien. Also, schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Auf jeden Fall mal fix Weihnachtsferien und dann werden wir wahrscheinlich nochmal informiert von der Regierung, wie es dann weitergehen wird. Ja. Die Michelle hat jetzt Schule. Und die Luisa ist, glaube ich, ein bisschen müde. Jetzt sind wir heute doch wieder um 6.30 Uhr aufgewacht. Bei mir geht es heute nicht so gut. Ich habe nur 5 Stunden geschlafen, das macht sich gerade richtig bemerkbar. Aber ich habe jetzt noch eine Seite beim Mambusplaner und dann bin ich fertig. Also ich muss nochmal dann Korrektur drüber gucken. Dass da auch die. Papi, die Schale hast du der Luise die Schale gegeben? Bitte, das ist nicht dein Ernst, oder? Du kannst gleich den Staubsauger nehmen und dich hier sportlich betätigen. Naja, wenn da jetzt Nuss auf meiner Couch ist, dann. Die Kinder sind nämlich mit einem Nikolaussackerl nach Hause gekommen. Und der Patrick knackt die Nuss auf und gibt sie einfach der Luisa. Luisa, machen wir ein Mittagsschläfchen? Was ist das? Willkommen in unserer Cucina. Wow. Ich meine, ich beschwere mich eh nicht, aber ich sage nichts, aber das schaut echt geil aus. Die Küche, aber das Essen auch. Also der Baba kocht hier, wie man sehen kann. Also Schnitzel, Hühnerschnitzel mit Püree und Krautsalat. Und Michelle ist von der Schule nach Hause und ist müde. Aber die Küche schaut cool aus, Baba. Haben wir zusammen ausgesucht, oder? Designed by you? Bei Leinen. Und Michelle ist müde. Michelle, mach mir ein Mittagsschläfchen. Gesellen wir uns zu Luisa. Zeig euch mal was. Meine kleine Kinderkatze. Und ich bin jetzt in der Endphase, habe jetzt nochmal mit der Druckerei telefoniert, sollte klappen. Ja, ich bin jetzt noch in der Papierauswahl, muss mit Papa was besprechen. Das war der Planer vom letzten Jahr. Und dann geht's in den Druck. Schaut so rein. Na gut, also jeder ist hier beschäftigt oder schläft. Ich würde auch lieber schlafen. Aber geht nicht. So schaut das Essen aus. Jetzt serviert. Luisa habe ich auch aufgeweckt, damit sie was isst. Jetzt hat sie nur eine Stunde geschlafen, aber ich glaube, das ist gut so. Und die ganze Family ist zusammen. Ich habe jetzt einen Adventkranz angezündet, sehr gut. Ja. Schmeckt auf jeden Fall super lecker. Wir werden jetzt mal alle in Ruhe essen. Hast du gut gekocht, Papa? Danke, Mama. Oh. Den Salat ist auch mega lecker. Ja, stimmt. Der rote war auch lecker, aber der ist auch lecker. Ich habe keine Rote mehr gegeben. Schade. Hey, meine Lieben, wir haben uns jetzt echt längere Zeit nicht mehr gemeldet. Jetzt ist schon voll fertig aus. Ich bin auch richtig fertig. Ich bin seitdem ich die Kinder in den Kindergarten gebracht habe, irgendwie nur im Büro. Jetzt ist der Papa noch und hat ein bisschen mehr den Laptop abgenommen. Ich habe mich jetzt hier auf die Couch gelegt mit dem Stillkissen. Ich kann nicht mehr. Ich konnte dort einfach nicht mehr sitzen. Es ist jetzt gerade so, dass wir uns nicht für eine Coverfarbe entscheiden können. Ja. Und alle möglichen Farben durchprobiert haben und Designs und irgendwie es ist so anstrengend. Man möchte ja allen gerecht werden, allen ihr Geschmäckern, aber das ist schwierig und ich sag's euch. Deswegen weiß ich gar nicht, ob dieser Vlog heute sehr inhaltsreich ist, aber das ist manchmal noch so.
Da gibt es dann solche Tage, wo wir auch wirklich reinhackeln müssen, also voll viel reinarbeiten. Und ja, eigentlich müsste ich mich ja mehr ausruhen. Aber ja, wenn das Projekt fertig ist, dann mache ich noch einen Familienkalender und noch ein dies. Ja, und dann... Na, Familienkalender haben wir gesagt, machen wir, oder? Fangen wir noch das Haus auszubauen. Ja, genau. Kurz bevor das Baby kommt, ich kann nicht mehr. Und noch eine kurze Reise nach Deutschland. Die Folge ja. Drei. Dein Bauch spricht mit uns. Na gut, mein Lieben. Ich wollte nur mal ein kurzes Update geben, damit ihr wisst, es ist alles okay bei uns. Und wir sind noch da. Wir sind noch da. Das wollte ich sagen. Danke fürs Zuschauen und bis nächstes Mal. Mama, da ist ein Trick, wir heute zum machen wir heute wahnsinnig. Ich habe gestern nicht mehr Tschüss gesagt, meine Lieben, weil ich bin gestern mit den Kindern eingeschlafen. Ich bin im Kinderzimmer, also der Papa hat mich aufgeweckt aus Luisas Bett. Als ich die Kinder gestern ins Bett gebracht habe, bin ich einfach mit eingeschlafen, weil ich so müde war. Und der Papa hat auch nicht Tschüss gesagt, hat vergessen. Deswegen wollte ich mich jetzt vom Vlog verabschieden. Wir sind gerade, wir haben schon den nächsten Tag, ja, und wir gehen jetzt zum Frauenarzt. Und das seht ihr dann natürlich im morgigen Vlog. Also danke fürs Zuschauen, meine Lieben, und wir sehen uns dann morgen wieder. Oder heute, oder morgen. Tschüss. Sagst du auch Tschüss? Tschüss, wir müssen schauen, wo ich fahre. Okay, bye.